So, schnell. Der Trecker, der hat noch genug Reserven, das ist gar nicht das Problem. Das Kartoffelkraut, was hier drauf liegt. Ey, und Leute, das habe ich euch doch noch gar nicht gesagt. Alter, guckt euch das an. Wir haben Fußrasten. Ich raste aus. Das ist schon eine andere Nummer hier. Das ist schon... Der spielt in einer anderen Liga mit. So, Leute. Jetzt wird es hier zum Jahresende noch mal richtig wild. Ihr erinnert euch vielleicht dran. Ich hatte ja mal den neuen T7 HD testen dürfen. Wenn das auch nur für zwei Wagen Mais war, wenn überhaupt. Mit dem neuen Bedienkonzept und sowas. Und wie der Zufall mal wieder so wollte, wir saßen gestern Abend alle schön zusammen und dann kam auch noch einer von unserem Landmaschinenhändler Bruns vorbei und meinte so ganz stolz, wir haben hier noch so einen schönen T8 bei uns gerade auf dem Platz stehen. Ich habe nur gedacht, okay, wink nur weiter mit deinem Zaunpfahl, ich habe schon verstanden. Jetzt haben wir uns hier gerade eingetroffen bei herrlichstem Wetter und dürfen unter anderem diesen fetten Terraland grober Tiefenhaken einsetzen. Das Schätzchen hier, na gut, mittlerweile haben wir halt schon ein paar Bahnen gedreht. Heute Morgen war noch Lack überall drauf. Also der ist mistneu, der kommt so aus der Fabrik. Tschechischer Hersteller. Das Ding sieht echt brutal aus, ne? Gut, klar. Achso, das habe ich ja gar nicht erwähnt. Guck mal, das ist ein T8 435 Genesis. Also größer geht's halt nicht bei der T8-Serie. Ja, gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen overpowered für diesen Gruber, aber es geht hier eigentlich heute nur darum, mal den Trecker so ein bisschen kennenzulernen. Also für die Bruns-Leute. Und mal mit dem Gruber so mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, damit er nächste Woche den Kundeneinsatz noch ein bisschen Vorführung laufen kann. Deswegen machen wir diese ganze Geschichte hier heute. Das ist Kartoffelacker, der wurde uns zur Verfügung gestellt. Jetzt muss man natürlich sagen, Gruber bzw. Tiefenhaken, der hat sieben Haken da dran. Hat hier so eine schöne Skala da hinten stehen. Bis 55 cm. Tiefe kann der Apparat rein und ja, ich sag mal, grober Tiefenhaken und Kartoffelkraut ist nicht immer so die geilste Sache. Das werden wir auch gleich sehen. Das schiebt gerne mal langes Kraut, wurde nicht abgehäckselt, weil es wahrscheinlich auch nicht sein musste, weil das abgestorben war und so durch den Roder ging. Aber gut, das sehen wir gleich. Und die machen tatsächlich auch noch so ein bisschen Bodenbearbeitung oberflächlich, weil die Haken, die sollen ja nur unten lockern. Und hier oben wird dann noch so ein bisschen Bodenbearbeitung gemacht mit diesen Haken hier an der Walze. Die dienen nachher auch alles, das dient alles zur Tiefführung. Ne? Hier hydraulisch einstellbar von der Kabine aus. Die ganze Geschichte. Die großen Tiefenhaken, die sind hydraulisch steingesichert. Ja, das hier außen, das kann ich dann auch noch, oder muss ich dann einklappen. Ne? Transport, 3 Meter Arbeitsbreite ansonsten. Kein Problem, aber die muss ich eben einklappen. Nicht hydraulisch, eben hier Bolzen ziehen, klack, umschwenken. Ja, das Ding sieht schon brutal aus, ne? Der Trecker, der hat da jetzt keine Probleme mit. Ja, wir reden hier von max 435 PS, ne? Also. So, hier dicke, fette Puschen haben wir drauf. 960 R42, das ist die Bereifung, die meine 8R auch hat. Vorne haben wir 650. 60 R34. Das müsste eigentlich auch 1:1 die Bereifung vom 8R sein. Hier vorne. Ah, hier. Traktor Safe Frontgewicht. Schön von Bruns oder für Bruns angefertigt hier. Reingelasert. Oder ausgelasert. Schick, 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 schick. Was wiegt das Ding? Steht das hier irgendwo drauf? 800 Kilo. Ja, das. Ja, das reicht ja auch eigentlich erstmal hierfür, ne? Sieht halt ein bisschen komisch aus, ne? Motorhaube vorbei, guckt hier der ganze Block von der Fronthydraulik noch so raus. Aber ich glaube, der Bursche, der hat ja echt einen heftigen Ratscher, ne?
Und wenn es hart auf hart kommt, ich glaube, der tut wohl was. Ey, das ist echt. Das ist ein heftiger Radstand. Gebaut in Racine, US und A. So, komm, wir gucken mal kurz drauf, weil ihr werdet sehen, wir haben hier auch schon das neue Bedienkonzept. Sitz, geil, Leder alles hier, Volllederausstattung. Okay, DAB Plus Radio, Standard heutzutage, würde ich sagen. Spiegelverstellung, ein paar Kleinigkeiten hier, GPS-Aktivierung hier oben. Ansonsten hier alles aufgeräumt beim T7. Bei den älteren Modellen, da war hier ja auch noch alles mit, auch noch so ein bisschen Gedöns und sowas. Schöne Ablageflächen hier für eine Dose, Flasche, wie auch immer. Lüftung, hier, Scheibenwischer. Auch nochmal eine Ablage. Alter. Und, guck mal. Ne? Das finde ich halt auch richtig. Als Johnny-Fahrer finde ich sowas richtig gut. Wenn ich meinen Sitz freistellen kann, dass ich den immer hin und her drehen kann. Da gibt es genug Leute, die hassen sowas. Aber ich finde das total geil. Ne? Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erklärt. Wir alle werden älter. Oder bequemer. Oder sonstiges. Einfach den Sitz immer mitdrehen. Mit dem Körper so lange mitdrehen, den Sitz. Und dann habe ich nachher nicht mehr so einen weiten Weg, den ich meinen Kopf dann dahin drehen muss, wenn ich dann nach hinten gucke. Nee, nicht wenn, aber wenn, ihr wisst, wie das meint. Wenn ich mal nach hinten schauen möchte, dann muss ich nicht so weit rüber gucken. So, wir haben hier kein Display im Lenkrad. Na? Das ist jetzt nämlich, ich denke, das wird es optional auch hier geben. Bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Allerdings finde ich es hier hinten schöner. Ja, ich habe es damals in dem T7 Video gesagt. Man kommt, wenn man so lenkt, doch ganz schnell mal an diese Ecken und Kanten. Da hätte das tiefer sein müssen, das Lenkrad. Also, dass das hier alles weiter vorsteht und dass das hier tiefer drin versenkt ist, das Display. Aber beim T7 HD, ne, man kann es auch dahin kriegen. Kein Problem. So, Eckpfosten-Display haben wir nicht, weil wir haben ihn da vorne. Das ist halt auch der neue Monitor, der neue Joystick, die neue Armlehne. Das ist, glaube ich, noch in Anführungsstrichen eine etwas ältere Version. Älter, in Anführungsstrichen. Da gibt es auch anscheinend ein Update. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt echt nicht vor Augen, wie das beim T7 war. Aber der Fahrer sagte mir gerade schon, dass die beim T7 auch schon etwas anders war. Und dass das nachher angegleicht wird. Aber ansonsten Kabine, Platz. Eines großen Schleppers würdig, absolut. Das ist schon eine fette Hütte hier. Auch hier nach oben reichlich Freiheit. Komm, ich schneide mir das Ding eben auf den Kopf und dann wir drehen eine Runde. So, Leute, wir haben hier GPS. Da sind meine Fans. Der Hinak. Unter anderem, oh Gott, Kamera nicht wegfallen. Moin. Ah, haben die sich erstmal eine Spezi gegönnt? Finde ich gut. Cool. So, GPS-Aktivierung. Mit Gelöt hinten runter. Ja, genau, sehr gut, Tim. Voll in den Kartoffelkrauthaufen. Das könnte nicht so gut gewesen sein, aber nee, doch geht. So, also wir haben hier den neuen Joystick. Der Kollege, der liegt ganz gut in der Hand. Tatsächlich, auch dafür, dass es normal mehr oder weniger gerade hochstehender ist, aber der liegt nicht schlecht in der Hand, muss man sagen. So, ich muss erstmal die Klimaanlage ein bisschen weiter. Boah, ist echt ganz schön warm hier. Doch, diese, also, wir sind draußen, vielleicht 10 Grad. Aber, ne, Glaskasten groß, Sonne. Da geht was. So, ich mache mal Tempomat hier an. Und dann gucken wir mal hier, was der Grubber so macht. Wir können, glaube ich, noch ein bisschen tiefer. Ja. Ah, okay, jetzt. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat im Video, aber der Trecker war so ein bisschen am Jaulen, weil er so zwischen zwei Fahrbereichen sich bewegt hat. Und jetzt ist er gerade einmal klack umgesprungen. Das ist so ein
Also ich bin kein Ingenieur oder so. Das habe ich aber schon bei den älteren Modellen bei New Holland auch schon beobachtet, dass die dann, sag ich mal, manchmal zwischen diesen Stufen irgendwie hängen und dann nicht so ganz wissen, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und dann jaulen die manchmal so ein bisschen. Aber jetzt hat das angenehme Lautstärke, gut. Ich meine, Trecker 1500 Touren gerade, 50% Motorauslastung. Gut, wie gesagt, mit der Dinge, wir sind hier tief drin. Da muss er dann auch ein bisschen was tun. Klar, der ist überhaupt nicht ausgelastet damit, da brauchen wir uns hier nichts vormachen. Aber sonst grundsätzlich, klar. Der ist natürlich nicht so, so übersichtlich wie ein 8R. Muss man ganz klar sagen. Die Motorhaube ist sehr breit. Also sie fällt nach vorne schön ab. Das macht das ganze Gesamtbild dann wieder ein bisschen besser. Mich würde natürlich mal interessieren, beide mal nebeneinander stellen, weil der halt auch sehr lang wirkt, der Bursch hier. Zur Richtungsbestimmung. Ah, okay, was? Was ist denn jetzt schon wieder? Okay, GPS hat sich irgendwie gerade mal verloren. Warum? Weiß ich nicht. Egal. Weil der Bursch ist halt auch schon sehr lang. Ne? Der 8R auch, aber der ist halt übersichtlicher. Oh, da habe ich euch ja gar nicht gesagt. So, T8 435, größtes Modell, gibt es stufenlos. Also der ist stufenlos hier. Der hat ein stufenloses Getriebe drin. Das ist beim Magnum 400 das große Gegenstück von Case. Den gibt es nur als Power Shift, also als Schalter. Der ist aktuell in der Profi drinnen, Testbericht. Da wird das auch nochmal erwähnt. Der hat dann aber, glaube ich, immer 435 PS, wenn ich das, oder? Keine Ahnung. Nee, 400? Nee, macht ja gar keinen Sinn. Ach, weiß ich nicht. Ach, das ist schade, dass man hier nicht ein bisschen schneller arbeiten kann, wegen dem ollen Kraut hier. Schade, ist wirklich. Aber gut, ich versuch's einfach mal. 7 km/h ist halt schon, es ist halt schon recht langsam, ja, muss man sagen. Ey, und Leute, das habe ich euch doch noch gar nicht gesagt. Alter, guckt euch das an. Wir haben Fußrasten. Ich raste aus. Guck, ist das geil? Ah, das ist doch geil, oder nicht? Hat der Magnum das auch? Aufklärung bitte. Hat der Magnum auch Fußrasten? Das ist doch cool, oder nicht? Okay, er macht komische Geräusche. Nee, macht er nicht, aber weil er irgendwie gerade wegen so einem Loch dann irgendwie, keine Ahnung, musste er hier so ein bisschen, egal. So, wir haben das Ende der Bahn. Wir haben Fußrasten. Ey, ist das fett. So, grober hoch. Abflug. Boah, Sonne blendet, hallo, hör mal auf. So, zack. Stufe weiter. Okay, jetzt fahren wir einfach mal. Es sieht hier ein bisschen chaotisch aus, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil wir hier einfach nur so ein bisschen mal rumeiern, rumfahren, rumprobieren. Ich muss jetzt tatsächlich noch mal eine Fahrgasse finden, weil... Ach, das gehört auch noch alles dazu. Ei, der dauert's. Ich muss hier mal eine Fahrgasse finden, weil das war eigentlich auch der, also das war der Auftrag. Leute, lockert mal eben bitte die Fahrgassen auf. Ah, hier ist eine. Hier ist eine. Hier, Lenkunterstützung. Kann man das noch verfeinern? Halt, hier, Menü. Ne, neue Menüübersicht. Da kannst du einmal in den Trecker reingehen und hast du hier zack, 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 zack. Hier war irgendwo mal das Lenkung. Mit Lenkung habe ich schon mal gesehen. Lenkung. Mittlere, schnell. Okay, was passiert jetzt? Oh, Alter. Okay, warte, ich mach mal auf langsam. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, das merkt man aber. So, schnell. Okay, warte mal, das sind
Dreiviertel, ja, ungefähr eine Lenkbewegung von Mitte nach da und also von ganz rechts nach ganz links zwei Lenkumdrehungen. Warte mal, ich mache nochmal hier, so, hier unten Hand. Eins, zwei. Ja, zwei und vielleicht ein klein bisschen mehr. Cool. Weg. Ist so ein bisschen so wie beim Johnny halt oder bei Windows, sag ich mal. Du gehst hier ins Hauptmenü. Dann kannst du hier oben einmal X drücken und dann kommst du weg und dann kommst du wieder auf dein Arbeitsmenü. Hier hast du, wie kann man sich das alles einstellen hier unten? Die Seiten. Das ist alles ultra individualisierbar, muss man sagen. Das haben aber die anderen auch schon gehabt, die Vorgänger mit dem IntelliView 4 hieß das, glaube ich, das Display. So, runter. Achso, genau, Stufe runter, zack, zack, zack. Ja. Das kann ich kann mir die ganzen Seiten benennen. Ich glaube, das ist jetzt einfach so eine Standard-Vorkonfiguration. Alter, das. Ich hab's mir noch nicht angeguckt, die Layout. Das Layout, ja, ich sag mal, den Manager. Den Layout-Manager für sowas hier. Es ist ultra komplex gewesen bei den Vorgängern. Und auch sehr, muss ich sagen, fand ich ein bisschen schade. Dass, also, es ist geil, dass man das alles so krass individualisieren kann, aber es war dann nicht. Es war nicht so schön gelöst im Sinne von, ich gehe halt in die Oberkategorie Lenksystem oder Motor oder Getriebe. Ich sag mal so wie beim John Deere. Ich muss immer den Vergleich ziehen, weil das kenne ich nun mal sehr gut. Und hier kann ich jetzt gerade nicht mit meiner GPS-Spur weiterfahren, weil das ist jetzt die Vorgewendebahn und die passt ja nicht so ganz. Aber ist egal. Ich kann ja auch eben mit der Hand lenken. Das macht alles nichts. Was wollte ich sagen? Nee, keine Ahnung. Ist egal. Leute, ich mach das hier mal wieder hoch. Also das ist eine andere Liga hier, ne? Das ist nicht mehr das New Holland, was ich noch so kenne und wo ich dann denke, ja, das hättet ihr doch geiler machen können irgendwie. Oder, ne? Sag ich jetzt einfach mal so. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben oder sowas, sondern das ist schon eine andere Nummer hier. Das ist schon, der spielt in einer anderen Liga mit. Das macht schon Spaß. Boah, die Sonne, ey, hör mal auf jetzt. Also alles voll Lederausstattung hier, Beifahrersitzleder. Okay, das ist meins. Hoppala. Alter. Okay, das ist krass mit der Lenkung. Das muss man sich dran gewöhnen. Die ist echt flott. Ja, Freunde. Hier, da sind meine beiden Kollegen. Die wollen gleich auch noch mal ein bisschen fahren. Ich muss gleich noch ein bisschen Drohne fliegen. Ich würde sagen, ey, doch. Da kann man mal mit arbeiten. Und ich finde es auch schön, dass ich jetzt tatsächlich mal nicht nur eine halbe Tour Mais mitfahren kann, sondern dass ich da auch mal ein bisschen selber mitfahren kann, alleine fahren, in Ruhe fahren kann. Hat Potenzial, glaube ich, das Ding. Ja. 435 PS, stufenlos. Ja. Das ist halt aber auch ein Ackerbolide. Man merkt es einfach. Das ist nicht so sportlich elegant klein wie so ein 900er Vario. Das ist halt was Großes, ein Brecher. Das ist was, das setzt du auf dem Acker ein. Boah, vom großen Grubber. Okay. Krass. Krass, krass, krass. Schockt. Komm, ich lasse die beiden da fahren. Leute, mein Eindruck, da kann man gerne mal wieder mitfahren. Ich sehe schon, das läuft alles auf so einen Test mal hinaus. 8R versus Axion TT versus so eine Maschine hier vom Einachser. Das könnte mal lustig werden im Frühjahr. Mal gucken, ob man sowas mal hinkriegt. Hätte ich Bock drauf. Also, Leute, erster Eindruck von der Maschine hier. Ihr habt es jetzt gehört. Kann man mal machen. Viel Platz. Schöne neue Hütte. Fette Karre. Tschüss Handy. Ah. Also, seht zu, haut rein, wir hören voneinander. So, wir müssen das Ganze auch mal eben von außen angucken. Alter, was eine Erscheinung hier. Guckt das mal an hier. Wir sind hier aktuell bei 45 cm laut Skala.
Der Trecker, der hat noch genug Reserven, das ist gar nicht das Problem. Das Kartoffelkraut, was hier drauf liegt. Man sieht es da vorne so ein bisschen, das hängt vor den Scharen nachher überall. Ja, mega professionell mit meinem Schatten hier auch. Also der Trecker kann schneller, ne? Keine Angst. Der ist nicht am Ende. Aber wenn er schneller fährt, dann bleibt das olle Kartoffelkraut hier überall hängen. Und das bringt uns auch nicht weiter.